Ich bin der gleiche geblieben, ey. Und das schon von Anfang an. Verfolge meine Ziele, verfolge meine Ziele. Und das schon von Anfang an. So viele Termine, so viele Termine. Was geht ab, Leute? Ich melde mich aus Südtirol, aus dem Trainingslager. Ich mache auch einen kleinen Vlog hier. Mal gucken, was ich filmen kann, was nicht, was ich euch zeigen kann. Ich glaube, als erstes zeige ich euch mal so ein bisschen das Hotel und dann zeige ich euch mal so einen Tagesablauf. Zwei Videos quasi in einem. Also ich wünsche euch viel Spaß und tschüss. Also Leute, wir sind jetzt gerade hier in der Lobby bei uns im Trainingslager. Und, wir haben heute einen Special Guest dabei. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Der Bruder war bei Champions League auf dem Platz, hat diesen Ball da in der Mitte gehoben. Diese Fahne, wer kennt das doch, wenn die Hymne kommt und in der Mitte kreist immer diese Fahne. Der war beim Spiel Man U gegen City da, hat den Münzwurf gemacht. Ich zeig euch kurz. Ussi! Ussi, Pudi, Ussi, right here. My bro, you good? I'm good, following this man behind the scenes. Kommst du Deutsch? Bitche. What's so. Get up, Leute? Bro, tell us, what are you doing here in the training camp? Just enjoying. Be part of the team, but just following the team, enjoying filming. We made a challenge. Yeah, we did a challenge, penalty challenge. You can see it on my channel, but of course, I can send some snippets so you guys can see it on your channel as well. But no, we did some fun, cool stuff together, and we're gonna do some fun stuff again tomorrow. So for today, chill day, rest. We did some challenges, and you better schon sehen. Yeah, we'll see. Stay tuned. Hier geht's Sam und unseren Essbereich. Das heißt, hier wird gegessen. Hier ist immer das ganze Menü. Nachtisch, Obst. Hier habt ihr mal alles hingestellt. Ich zeige euch kurz meinen Platz. Ich sitze hier, genau hier. Der Boss sitzt hier mit Momo, Luis, Openda und Dudu. Sitzen wir hier. Und hinten geht's auch noch weiter, wird auch noch gegessen. Also hier ist dann die Lobby. Ussi ist auch dabei. Der begleitet mich jetzt einfach. Hier ist die Lobby, hier ist dann der Tisch, wo ich immer Schach spiele gegen Dani. Muss aber echt zugeben, Dani ist besser. Hier ist der Kickertisch. Die haben wir auch schon gezockt. Hier, ich habe jetzt einfach Russi mein Handy gegeben, der filmt das jetzt einfach. Hier haben wir unsere ganzen Trainingssachen. Das heißt, hier wird alles für uns hingelegt. Komm. Show us. Hier ist mein Stapel, 39er, ihr wisst Bescheid. Das heißt, ich nehme die Sachen mal raus vom Training, ziehe das an. Und vorne haben wir dann nochmal drei Wäschekörbe, wo das dann für uns gewaschen wird. Let's go. Follow the man. Wenn wir hier den Gang entlang gehen, haben wir hier noch Toiletten, okay? Und es gibt verschiedene Häuser. Also hier ist Haus Nummer 2, ich wohne im Haus Nummer 1, ich zeige euch gleich mein Zimmer. Aber hier haben wir dann zum Beispiel ein Gym. Let's go inside. Show us the gym. You can see. Das ist das Gym vom Hotel. Hier trainieren wir auch manchmal vor dem Training, manche Leute, wer will. Wir haben aber auch ein Gym auf dem Platz. Zelt wird für uns aufgebaut. Vielleicht kriege ich das morgen auch noch irgendwie hin, dass es gefilmt wird. Und das ist das reine Hotel-Gym. Some B-Roll for the editor. Massage Room. Want to see that? Massagezimmer. Das heißt, hier haben wir die ganzen Behandlungen. Wer auch immer was braucht, so sieht das dann aus. Abends, morgens, vor dem Training, nach dem Training wird hier dann alles gemacht. Und jetzt gehen wir hoch. Also, für die Leute, die die ganzen Fotos gesehen haben oder Videos gesehen haben, wo wir im Pool waren, das ist der Pool. Ihr habt bestimmt gesehen, wie Chad, unser neuer Spieler und sein Verteidiger, wieder geschwommen ist. Der ist ja nur gelaufen. Und das geht hier. Das heißt, in einem Park zum Beispiel hatten wir dann Regenerationstraining. Das heißt, wir haben hier einfach Wasserball gespielt, in dem Pool. Wir hatten zwei Gruppen und hier hatten wir Mobilisationsübung, Dehnübung. In zwei Gruppen erst gedehnt, Mobi gemacht und danach Wasserball gespielt. Wanna jump in? Go. We wanna see you jump in there now. We want to see him jump in, right? Right? Aber Highlights, nicht. Also man muss generell sagen, das Hotel ist krass, wirklich. Von den Bedingungen her und so ist wirklich top. Aber für mich, das Highlight ist oben. Hier sind wir jetzt draußen bei uns. Wir haben hier noch eine Sauna mit der Aussicht. Ich kann schon
Die Sauna kann ich euch gerade nicht zeigen, weil da ist noch jemand drin. Was ich mache, ist Sauna 15 Minuten, dann hier Kältebecken. Und da ist es auch kalt. Und dann einfach ein bisschen Pool und dann wieder Sauna. Und dann wieder Kältebecken am Pool. Und dann vorbei. Aber man muss schon sagen, Aussicht, alles drum und dran, ist schon echt nice hier. Also wirklich, Bedingungen wieder top. This is a view and a shot. Was ich noch zeigen kann, da ganz oben, zoom in on the top. Top, top, top. Wir sind mit der Gondel hochgefahren und haben auch oben gegessen. Da, das war da, wo die neuen Spieler auch singen mussten. Aber das Gondelfahren war auch lustig. Man, wir hatten, da war bei mir Chad, Xavi, Illy, Dudu, ich, Dani und noch ein Teambetreuer. Einer hat richtig Angst in der Gondel. Ihr könnt raten, wer es ist. Chad. Wait. The room. I gotta. we have to wait. He's currently making the room a bit more nicer for us to watch. So room 1207. What's up, y'all? Big Snoop D O Double G. I wanna welcome y'all to my house. Welcome to MTV Cribs. Gar nicht gestellt. Richtig so angetroffen, wie sich das gehört. Das ist mein Zimmer. Das heißt, hier ist mein Bett. Ich musste gerade noch ein bisschen aufräumen. Hier haben wir Badezimmer. Heißt Badezimmer, Toilette und Dusche. Was aber cool ist an dem Hotel. Wir haben einfach hier im Zimmer Blackrock. Gewichte. Da so noch eine Yogamatte. Das heißt, du kannst ja auch selber noch deine Sachen machen. Hier hast du eine Chiller-Ecke. Go in there. We gotta see how you chill in there. Hier. Go. Ich letztens hab dann guck sogar meine Dings gemacht. Fußcreme. Wichtig. Füße sind Kapital. Ein Fußballer. Und dann also hier die Aussicht. Das heißt, hier geht's raus. Hier unten ist da ist das, wo wir essen. Da hinten war eben der Pool. Das heißt, da hinten haben wir uns letztes Mal noch gedehnt und ausgestretcht. Und so sieht das Hotel aus. Ich glaube, ist eine gute View. Der Trainingsplatz von hier. Mit dem Fahrrad 2 Minuten. Wir haben Fahrräder bekommen. Auch super Platz. Also wirklich von den Bedingungen her top. So ist ungefähr das ganze Hotel. So sieht's aus. Und was wir dann so machen, seht ihr auch noch. Was geht ab? RB Leipzig Fans 39er Benny hier. Ich melde mich aus dem Trainingslager. Heute wird es einen Vlog geben. Ich bin gerade aufgestanden, habe Zähne geputzt und gehe jetzt zum Frühstück. Heute ist der vorletzte Tag im Trainingslager. Das heißt, wir haben mal 2 Mal Training und ich nehme mich ein bisschen mit. Als erstes. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe den Vorhang noch nicht aufgemacht. Gucken wir uns das Wetter an. Und die Aussicht. Ja, es sieht gut aus heute. Ich glaube, heute haben wir gutes Wetter, super Bedingungen. Wie schon die ganze Zeit. Und wir gehen jetzt hier unten frühstücken. Und danach geht's zum Training. So sieht das aus, was wir morgens zum Frühstück kriegen. Also was ich esse morgens. Frühstück ist vorbei. Ich hole mir jetzt meine Trainingssachen und ziehe mich dann direkt um, um mich aufs Training vorzubereiten. Ihr seht, ich habe alle Trainingssachen jetzt hier für 2 Trainingseinheiten heute gepackt. Gehe jetzt ins Zimmer, habe noch ein bisschen Zeit, bevor wir dann mit dem Fahrrad zum Training fahren. Und dass ihr immer so ein ungefähres Zeitgefühl habt, das ist jetzt ungefähr 20 nach 9. Um 10.30 Uhr ist Trainingsbeginn. Das heißt, jetzt nehme ich nochmal die Zeit und lese ein bisschen was in der Bibel. Schreibe ein bisschen was auf und danach gehe ich zum Training, fahre ich rüber, bereite mich aufs Training vor und dann wird trainiert. Also ich bin wieder im Aufzug. You can do anything. Es ist jetzt kurz nach 10, ich nehme mein Fahrrad und fahre zum Training. So, es ist 20 nach 1. Ich bin jetzt wieder zurück im Zimmer und um halb, also in 10 Minuten haben wir Besprechung. Das heißt, ich mache ganz schnell das Video
Und jetzt muss ich duschen gehen. Wir waren ungefähr jetzt kurz nach 10 bin ich losgefahren. Jetzt 20 nach 1 bin ich wieder da. War lange. Macht euch bei sowas bei mir keine Sorgen. 13.24 Uhr, geduscht, angezogen. Deutsche Pünktlichkeit. Ich nehme die Sachen mit, bring die runter und dann geht's zur Besprechung. 30 Minuten schlafen. 30 Minuten schlafen. Und dann nach Training zweite. Also, wie geht's hier bei mir im Bett? Das erste Training war schon lange, war intensiv. Jetzt, wie Dudu eben schon gesagt hat, schlafen wir ein bisschen, halbe Stunde, 45 Minuten und dann geht es schon wieder zum zweiten Training. Das heißt, jetzt wird Licht ausgemacht und danach umziehen und zur zweiten Einheit raus. Ich sag euch eine Sache am Trainingslager. Ich glaube, die Leute, die Fußball spielen, die können es am besten nachvollziehen, als nach dem Mittagsessen zu schlafen und dann aufzustehen für die zweite Einheit. Das ist nie einfach, ja. Aber wir können uns nicht beschweren. Leben unseren Traum, macht Spaß, macht Bock. Und es ist jetzt 15.35 Uhr, ich fahre jetzt runter. Um 16 Uhr ist die zweite Einheit, da wird wieder trainiert. Training ist vorbei, jetzt steht noch eine extra Schicht an, das heißt nochmal Krafttraining. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Das letzte Training ist jetzt auch vorbei. Ich hab noch extra Training gemacht. Ich bin für einen Stabi. Jetzt krieg ich meinen Shake, geh aufs Zimmer duschen. Das war's mit Training. So, chill, ich bin jetzt hier, hab meinen Shake und sitze hier mit der Billardlegende Babacan Jay. Ganz genau, Jungs. Ich sag euch, Baba ist der beste Mann hier. Jeder in Leipzig, jeder in Deutschland kennt eigentlich Baba. Egal, wo man hingeht, alle kennen Baba. Und der ist jetzt auch auf Instagram. Baba, du bist auf Insta jetzt, ne? Genau. Machst du gute Fotos? Ich versuche es, mein Bestes. Ich habe auch jetzt gerade die erste Story gepostet mit Baba auf Instagram. Leute, ich bin berühmt. Der Benny, der macht mich berühmt. So berühmt war ich noch nie. Gott sei Dank. Folgt alle Baba auf Instagram, okay? Das ist... Warte. Bombastic Side-Eye. Criminal Offensive Side-Eye. Es ist 19 Uhr, wie spät? 19.10 Uhr, 19.15 Uhr ist Besprechung, Abendessen, Treffen mit den Fans. Danke, Bin. Bitte schön, Mama. Wir haben uns mit den Fans getroffen, ich habe jetzt noch Behandlung und dann geht's ins Zimmer. Also, um mich jetzt nochmal kurz zu erklären, was wir am Abend gemacht haben. Wir haben eine Besprechung gehabt, dann gegessen und dann hatten wir nochmal so ein Fan-Treffen und danach hatte ich noch Behandlung. Es ist jetzt 22.16 Uhr und ich bin jetzt im Zimmer. Bin jetzt einfach ein bisschen hier, Handy, telefonieren, ein paar Freunde rufen und so weiter und so fort. Und dann geht's ins Bett. Ihr habt heute mal mitbekommen, wie das abläuft, so ein Tag im Trainingslager. Zweimal Training, wir hatten zweimal Videobesprechung heute, inzwischen gegessen. Und sonst ist es auch so, wenn du dann so einen Tag hast im Trainingslager, machst du zwischen den Einheiten auch nicht viel. Wir haben jetzt noch rund ein paar Spieler, die jetzt, keine Ahnung, UNO spielen oder so. Aber ich bin müde, ich bin mich ins Zimmer gegangen und so habt ihr den Eindruck bekommen, wie das abläuft im Trainingslager. Und konntet euch ein Bild davon machen. An dieser Stelle wünsche ich euch, wo auch immer seid, schönen Tag. Tschüss. Von Anfang an. Und das schon von Anfang an.